Nachdem SPD-Politiker Karl Lauterbach den FC Bayern für seine Reise zur Club-WM nach Katar kritisierte, schlug Trainer Hansi Flick auf der Pressekonferenz am Sonntag zurück. Der Coach verteidigte seine Mannschaft und kritisierte sowohl die Experten als auch die Bundesregierung. Ich finde, so langsam kann man die sogenannten Experten gar nicht mehr hören. Ja, auch Herrn Lauterbach, ganz ehrlich, jetzt, weil Sie es ja gerade angesprochen haben, er hat immer zu irgendwas was zu sagen, ja, immer ein Thema, wo er sich dann immer wieder meldet. Ich finde, die sogenannten Experten, die Politik, die sollen zusammensetzen und wirklich mal eine Strategie entwickeln, dass man auch mal irgendwann wieder Licht im Tunnel sieht. Das ist aktuell zu wenig, finde ich, gerade für die Bevölkerung, für die Bürger, die nicht in der Situation sind, wie wir Fußballer oder diese Sportler allgemein. Und wirklich auch mal gucken, dass man ja mal was Positives verkünden kann. Und mir geht es oft mal so, dass ich oder habe das Gefühl, dass jeder so aus der Situation möglichst seinen Profit schlagen kann. Wie kann er bei der nächsten Wahl vielleicht den Punkt oder die Prozentpunkte mehr machen? Und das ist weit an dem Thema vorbei, welche Aufgabe Sie aktuell haben in der Politik, nämlich wir gemeinsam daran arbeiten, dass es irgendwann mal wieder zur Normalität kommt. Lauterbach reagierte prompt und schrieb auf Twitter: Sogenannte Experten äußern sich, weil Journalisten sie um Einschätzung bitten. Wenn Hansi Flick anderer Meinung ist, soll er einfach seine Argumente bringen. Dafür muss er nicht Experte sein. Auch andere Argumente zählen. Aber als Amateursportler sage ich, nicht unfair sein. Flick räumte einen Sonderstatus des Profifußballs ein. Aber für die Berufsausübung unterwerfe man sich auch strengen Regeln. Er selbst sei bereits an die 100 Mal getestet worden, sagte Flick. Und die Reise nach Katar zur Club-WM sei der Beruf, den man ausüben müsse. Auf Twitter häufen sich derweil die Negativkommentare. In der Kritik steht die Mannschaft, der Trainer und die Reise nach Katar. Und zu guter Letzt auch Flicks Reaktion. Der linken Politiker Niamh Mofasat schreibt: Dekadenz ist, wenn du während einer Pandemie in das diktatorisch beherrschte Katar reist, danach nicht in Quarantäne gehst und dich dann über Virologen und Lauterbach aufregst. Journalistin Christina Dunz findet ebenfalls kritische Worte. Der Hansi Flick kann die sogenannten Corona-Experten nicht mehr hören. Ich kann die erste Liga Corona-Extrawürste der sogenannten Sportler nicht mehr sehen. Und auf dem Twitter-Kanal der Heute-Show ist zu lesen: Heute ist Rosenmontag. Hansi Flick geht als Pandemie-Experte.